Was ist ein Urheber? Sie wollten schon immer mal wissen, was ein Urheber ist? Was also ist ein Urheber? Nun, zuerst muss man verstehen, dass ein Urheber eine natürliche Person ist. Folglich handelt es sich dabei weder um einen Marienkäfer, noch um ein Gehirn ohne etwas drumherum, noch um viele Gehirne, die unter einem Namen auftreten. Nein, ein Urheber, das ist ein Mensch aus Fleisch und Blut mit allem, was dazugehört. Ohren, Augen und vielen Ideen, so ein bisschen wie Sie halt. Gut, halten wir fest. Ein Urheber ist also eine natürliche Person, die, und das ist absolut zwingend, eine geistige Schöpfung hervorbringt, deren Form einen individuellen Charakter hat. Merken Sie sich diese drei Zauberworte. Es ist ganz einfach. Erstens, die geistige Schöpfung. Ach ja, die Schöpfung. Das ist, wenn es von innen kommt, es ganz neu ist und es vor Ihnen noch niemand anders geschaffen hat. Nein, nein, Sie werden niemals der Urheber der Mona Lisa sein. Schon vergeben. Sie werden auch niemals der Erfinder von Warmwasser sein. Das kann ja jeder andere genauso gut. Zweitens, die Form. Die Form ist sehr wichtig. Urheber zu sein heißt nicht bloß, seinen Geist zu gebrauchen, Tag für Tag und manchmal sogar Nacht für Nacht. Man soll die sprudelnden Ideen nicht nur im eigenen Kopf einsperren. Man muss auch wissen, wie man seine Ideen formt, zu Papier bringt, malt, zeigt, hörbar macht. Kurz, wie man sie darstellt und mit anderen teilt. Drittens, die Individualität. Da wird es knifflig. Vor allem sollte Ihre geistige Schöpfung originell sein und ausgefeilt, Ihre Persönlichkeit ausdrücken. Banalität ist verboten. Ebenso einfach den Nachbarn zu kopieren. Klar? Viertens, nun, es gibt kein Viertens. Als Fazit und Zusammenfassung merken wir uns, Urheber zu sein bedeutet, einen richtigen Beruf auszuüben. Nun ja, es ist schließlich ein ganzer Beruf, wenn man es schafft, andere mit seinem Werk zu verwundern, zu provozieren und träumen zu lassen. Aber was ist eigentlich ein Werk? Na, das ist eine ganz andere Frage.